Kapitel 3.5 Die Übereinkunft. Die Übereinkunft jedes Menschen mit Allah während der Vorschöpfung beinhaltet, dass man Allah als seinen Herrn anerkennt und den Gottesdienst in jeder Form ausschließlich an Allah richtet. Das ist die grundlegende Bedeutung der Shahada, der Kundgebung des Glaubens, auch bekannt als Kalima at-Tawhid, Darlegung der Einheit Allahs, die jeder aussprechen muss, um ein richtiger Muslim zu werden. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das Bezeugen der Einheit Allahs in diesem Leben ist nur eine Bestätigung des ursprünglich in einem geistigen Zustand abgelegten Zeugnisses. Es bleibt jedoch die Frage, wie kann man den damit abgeschlossenen Vertrag erfüllen? Der Vertrag wird durch den aufrichtigen Glauben an Tawhid und dessen Umsetzung im alltäglichen Leben erfüllt. Tawhid wird im Alltag umgesetzt, indem man all das meidet, was Schirk, also das Beigesellen von Partnern zu Allah, bedeutet, und indem man sich eng an den letzten Gesandten hält. Diesen Gesandten hat Allah als ein praktisches und lebendes Beispiel für einen auf dem Prinzip des Tawhid basierenden Lebens geschickt. Da der Mensch Allah als seinen Herrn anerkennt, darf er eine Handlung nur dann für rechtens halten, wenn diese auch von Allah und seinem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, als rechtens beurteilt werden. Und genauso verhält es sich auch mit den schlechten Taten. Auf diese Art setzt man das Prinzip des Tawhid im Geiste um. Es ist wichtig, so zu verfahren, da einem unter Umständen etwas als gut erscheinen mag, das in Wirklichkeit schlecht ist. So behaupten beispielsweise manche, dass es für einen armen Mann besser sei, wenn er einen König um einen Gefallen bitten will, sich zuerst an den Prinzen oder an einen dem König nahestehenden zu wenden, damit dieser sich für ihn stark mache. Daraus wurde fälschlicherweise gefolgert, dass, wenn jemand wirklich seine Gebete von Allah beantwortet haben will, er zum Propheten oder einem Heiligen beten solle, damit dieser Allah für ihn frage, weil er selbst mit so vielen alltäglichen Sünden belastet ist. Dies mag manch einem zunächst logisch erscheinen, aber sowohl Allah als auch sein Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, haben dem Menschen eindeutig aufgetragen, ohne jegliche Vermittler direkt zu Allah zu beten. Genau so kann vielleicht etwas für schlecht gehalten werden, das eigentlich gut ist. Beispielsweise mag manch einer das Abtrennen der Hand als Strafe für Diebstahl oder das Auspeitschen wegen Alkoholkonsum als unmenschlich und barbarisch betrachten. Trotzdem haben Allah und sein Prophet diese Strafen vorgeschrieben und die guten Ergebnisse ihrer Anwendung sprechen für sich selbst. Daher kann der Vertrag mit Allah nur von einem Muslim erfüllt werden, der ein Muslim ist, weil er es so gewählt hat und nicht, weil er es aus Zufall ist, egal ob seine Eltern Muslime waren oder nicht. Eigentlich ist die Einhaltung des Vertrages die Verwirklichung der islamischen Prinzipien in allen Angelegenheiten des Lebens. Die Fitra des Menschen ist die Basis des Islam. Praktiziert also ein Mensch den Islam in seiner Gesamtheit, werden die äußerlichen Handlungen und die wahre Natur des Menschen, in der Allah das innere Sein des Menschen erschaffen hat, in Einklang gebracht. Erfolgt das, so vereint der Mensch sein inneres und sein äußeres Wesen, worin ein wichtiger Aspekt des Tawhid liegt. Das Ergebnis dieses Aspekts des Tawhid ist die Schöpfung eines wahrhaft frommen Menschen nach dem Vorbild Adams, vor dem sich die Engel auf Allahs Geheiß verbeugten und den Allah als Statthalter über die Welt einsetzte. Denn nur ein Mensch, der Tawhid lebt, kann mit wahrer Gerechtigkeit richten und seine Aufgabe erfüllen.